Hallo, hier ist wieder Xine Squared mit Fallout 3. Wir finden uns wieder im Jefferson Memorial und ja, werden jetzt wohl mit unserem Vater reden und uns mal erklären lassen, was er nun vorhat, um das Projekt Purity letztendlich doch noch umzusetzen. Außer natürlich, er ist gar nicht hier. Moment. Ja, da bin ich im Prinzip schon. Stellt sich nur die Frage, wo der Rest ist. Aber okay, dann müssen wir offensichtlich woanders Schön. lang. Wie läuft's? Kann mich nicht beklagen. Vielleicht müssen wir in den Keller. Ich will dich nicht hinhalten, aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Alles andere hat Zeit bis später. Und plötzlich ist er. Was? Papa, das war gerade ein bisschen seltsam. Ich habe das Gefühl, er sollte nicht durch die Tür gehen. Ist hier unten sonst noch jemand, mit dem wir reden können? Das war mal wieder einer dieser Momente, wo ich mir denke, ne? Lassen wir es einfach mal passieren und schauen, was die Konsequenz des Ganzen ist. Hier unten ist niemand anscheinend. Nein. Okay. wenn jemand weiß, was da gerade schiefgelaufen ist, ich würde mich über eine Erklärung freuen. Im Hintergrund läuft ganz leise noch Musik. Schön. Jetzt ist das einfach richtig schön atmosphärisch. Na gut, dann gehen wir halt wieder hoch. Unser Vater ist ja schließlich auch wieder durch die Tür verschwunden. Na dann gehen wir halt. Ja, suchen wir ihn erstmal. Okay, Vater, wo bist du hin? Ah, noch jemand. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, was ist Ihre Geschichte? Ich habe viele Jahre lang für Dr. Lee gearbeitet. Sie war immer gut zu mir und hat mir durch schwierige Zeiten hindurchgeholfen. Bevor sie mir half, war mein Leben nicht besonders sinnvoll. Darum helfe ich ihr jetzt auch. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ein guter Mechaniker. Okay. Glauben Sie, dass das Projekt Purity je wieder funktionieren wird? Wenn Dr. Lee sagt, dass es funktionieren wird, dann wird es das auch. Es ist schön, wie alle an Sie glauben. Tschüss. Es ist wirklich schön zu sehen, wie groß das Vertrauen bis auf den einen doch ist. Hallo. Hallo. Ja. Ach, die Dame wieder. Ist Dr. Liese. Ach, bis später. Tschüss. Mit der Dame haben wir vor Ewigkeiten schon das Vergnügen gehabt. Reicht auch. Was? Nichts. Nach wie vor. Wie läuft's? Dann gehe ich jetzt doch mal nochmal hier hin. Ah, jetzt sind alle da, wo sie Hallo. hingehören. Hallo. Passen Sie auf, was Sie hier anfassen, in Ordnung? Die Geräte sind auch so schon alt genug. Okay. Was ist Ihre Geschichte? Ich arbeite mittlerweile seit etwa 10 Jahren mit Dr. Lee zusammen. Sie brauchte eine Assistentin und ich brauchte eine richtige Aufgabe. Ich hatte also die Wahl, hier mitzuarbeiten oder irgendwo in einem Graben zu landen. Wissen Sie? Glauben Sie, dass das Projekt Purity je wieder funktionieren wird? Das will ich doch hoffen, sonst wird Dr. Lee am Boden zerstört sein. Vor allem jetzt, nachdem Ihr Vater zurückgekehrt ist. Gibt es irgendwas über diesen Ort, das ich wissen sollte? Dr. Lee hat 20 Jahre darauf gewartet, hierher zurückkehren zu können. Klar? 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das hier ist sehr wichtig. Wir können uns keinen Fehlschlag leisten. Verständlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, da jetzt doch endlich die ganzen Personen dorthin gegangen sind, wo sie hingehören, reden wir nochmal mit unserem Hallo, Vater. mein Schatz. Hallo. Wir sind hier, wo alles angefangen hat.
Erinnerst du dich noch an die Lieblingsstelle deiner Mutter? Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Durstigen werde ich umsonst vom Wasser des Lebens trinken lassen. Verstehst du denn nicht? Das ist der Sinn des Ganzen. Das Wasser, der Aufbereiter, das ist das Wasser des Lebens. Der Traum deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Ach, ist es nicht der Zettel? Ja, stimmt, dann hätten wir den damals dann schon von Anfang an mitnehmen können? Was wäre dann passiert? Was müssen wir jetzt tun? Das Projekt wurde kurz nach deiner Geburt aufgegeben. Seitdem haben sich die Dinge hier verschlechtert. Außerdem gab es hier eine Überschwemmung. Du musst die Hochwasserschutzpumpen erreichen und sie aktivieren, damit wir das Wasser abpumpen und an den Zentralrechner herankommen können. Wohin muss ich gehen? Da bei der Überschwemmung die automatischen Türen geschlossen wurden, musst du die Zugangstunnels benutzen, um die Pumpen zu erreichen. Okay. Was? Nichts. Er wird jetzt doch wieder in den Keller runter, oder? Ah, nee, Moment. Moment, warte. Das war der Keller. Das hier... Ah, nein, nee. Wir müssen erstmal den Strom anschalten, dann zur Pumpensteuerung. So rum. Na, mal gucken. Aber natürlich, jetzt ergibt es natürlich Sinn, dass wir hier lauter Sachen hatten, die wir nicht benutzen konnten. Warum auch? Es gab damals noch keinen Zweck dafür. Das hier wirkt auch irgendwie ominös. So. Na, das wäre jetzt natürlich alles wesentlich dramatischer gewesen, hätten wir die Supermutanten hier überleben lassen. Okay, eins nach dem anderen. Okay. Naja, und die muss ich dann bei dem Sicherungskasten einsetzen. Klar. Kein Problem. Hätte uns zwar auch gleich geben können, aber naja. Was soll's. Dann laufen wir halt ein paar Mal hin und her. So. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ja, ich habe die Bombe entschärft. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch wenn du dich in Gefahr begeben hast. Sei da draußen bitte vorsichtig. Das ist eine gefährliche Welt. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Darf ich ihm von den Todeskrallen erzählen? Ich glaube, ich habe so langsam so eine gewisse Ahnung vom Ödland. Beziehungsweise ich habe es schon komplett gesehen, sagen wir so. Naja. Hast du etwas von Sicherungen gesagt? Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Muss natürlich ich machen. Was soll ich jetzt tun? Du musst die bei der Überschwemmung durchgebrannten Sicherungen auswechseln. Dann funktionieren die Türen und wir können den Zentralrechner erreichen. Ich weiß, dass es uns gesagt wurde, und das ist wahrscheinlich meistens immer nur eine Information dafür, dass man irgendwann mal gespeichert haben sollte und nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber könnte ja trotzdem sein, dass irgendeine Information dabei ist, die wichtig wäre. Ich muss los, Papa. Pass gut auf dich auf, Schatz. So, würde ich aber gerade mal schauen wollen, ob Dr. Lee hier nicht auch noch irgendwo ist. Brauchen ja? Sie etwas? Was darf es denn sein? Glauben Sie, dass das Projekt Purity je wieder funktionieren wird? Ich habe Vertrauen zu Ihrem Vater. Mit dem Wissen, das er erworben hat, haben wir eine bessere Chance als je zuvor. Okay, ich muss jetzt gehen.
Auf Wiedersehen. Vielleicht ist die Hauptaufgabe doch noch wesentlich umfangreicher, als ich dachte. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das gesuchte GEK-Modul ja in Ravenrock. Und wir haben im Prinzip noch lange nicht alles geschafft. Ich fände es nicht schlecht. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn das Ganze wirklich noch umfangreicher wird, als ich dachte. Vor allem, dass das Projekt jetzt zum Schluss einfach nochmal Fahrt aufnimmt. Das hatte ich mir gewünscht. Östlicher Teil. Ja, hier ist bloß wieder die Pumpe, wo der sich drüber gelegt hat. Ich müsste irgendwie in die entgegengesetzte Richtung gehen können, aber... Warte, war das denn? Doch, hier war's. Moment. Oh ja, doch, doch. Und da oben wäre das tatsächlich, ja? Hilfssicherungskasten. Wo? Habe ich gemacht. Wo ist jetzt dieser Zentralrechner? Er sagte irgendwas davon, dass es wegen einer Überschwemmung nicht ginge. Bin ich gerade blind? Oh je. Moment. Fuse Access 1. Flood Control. Nein, der ist es nicht. Oh. Moment. Ach ja. Dann wissen wir, wem dieses Zimmer gehörte. Ich kann mich nur an keine Tür erinnern, das ist mein Problem gerade. Ist das hier? Moment. Wie kommst du voran? Brauchst du eine Anleitung? Wo lang gehe ich von hier aus? Du bist im richtigen Geschoss. Gehe zum westlichen Teil und halte Ausschau nach einer großen automatischen Tür. Ich muss jetzt gehen. Weiter so, mein Schatz. Ich bin im richtigen Stockwerk. Im westlichen. Ah, da oben. Okay. So viel zu, ich bin im richtigen Geschoss. Ich bin im richtigen Raum. Aber die Tür war ein Geschoss drüber. Wow, die Tür habe ich... Die fällt mir jetzt zum allerersten Mal auf. Okay, was gibt's denn... Gibt's hier noch irgendwas? Moment, hinterm Rechner? Nee. Ups. Was haben wir denn hier Schönes? Yay, Zigaretten. Noch eine Truhe, die ist aber leer. Sonst... Was ist das denn? Okay. ja.
Machen wir weiter. Ah ja. Benutze die Sprechanlage. Dann sag ich dir, wohin du jetzt musst. Okay. Hier im Kontrollraum gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment. Da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, mein Schatz. Warum sieht's der uns? Ich weiß, dass es in manchen Kulturkreisen tatsächlich üblich ist, selbst seine eigenen Kinder zu siezen, aber... ich hätte nicht gedacht, dass der Kulturkreis dazu gehört. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen. Hallo. Moment, wo haben wir die Sprechanlage? Da ist sie. So. Du hältst dich da draußen fantastisch. Weiter so. Dankeschön. Wo lang gehe ich von hier aus? Begib dich in den nordöstlichen Teil des Geschosses. In der Nähe des Gitterrostes, den du suchst, befindet sich eine Sprechanlage. Okay, ich muss jetzt gehen. Viel Glück, mein Schatz. Finde ich aber auch ganz gut, dass wir an der Stelle immer wieder Instruktionen erhalten können und das halt über die Sprechanlagen und das, ohne dass wir ständig zurücklaufen müssen. Gut, gut. Schön mitgedacht. Ich habe mir das Gefühl, im Keller dort findet dann irgendwas Großes statt. Dort, wo die beiden Becken waren. Irgendwas findet dort statt. Und da habe ich Angst davor. Denn da kommen wir wieder raus. Gut. Du müsstest jetzt direkt außerhalb des Rohrs sein, das uns Ärger gemacht hat. Mach dir keine Sorgen. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Geh einfach rein und leere mit der manuellen Steuerung das Rohr. Damit sollten wir genug Schutt beseitigen können, um die Filter wieder anzuschmeißen. Ist das gefährlich? Das ist nicht gefährlich. Ist das gefährlich? Nein, es ist überhaupt nicht gefährlich. Du musst lediglich ein Ventil drehen. Das dauert nicht lange. Ich gehe ran. Wenn du drin bist, kann ich dich nicht mehr erreichen. Du wirst in der Nähe der Zisternen herauskommen und kannst dann Verbindung mit mir aufnehmen. Ich rieche was. Ich rieche was. Und das ist nicht das, was aus dem Kanal kommt. Na dann. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie ungefährlich das ist, Vater. Wir sind hier schon einmal durchgegangen, nur damals hatten wir noch keine Aufgabe. Damals war das Ganze hier noch nicht so dramatisch. Doch jetzt... Okay, mir ist schon mal nichts passiert. Ich speichere trotzdem nochmal. Alle Ladezonen, die ich überspringen kann, sind gut. Okay. Die Enklave? Haben die was hier gegen? Welches Problem könnte die Enklave mit der ganzen Sache hier haben? Das ist sinnvoll geregelt. Bleib trotzdem mal lieber schleichend. Wir wissen nicht, was uns jetzt gleich erwartet. Entschuldigt das häufige Speichern. Sind unsere Feinde. Ich hatte es befürchtet.
Na gut. Ein letztes Mal. Die Stelle in der Bruderschaft ist plötzlich zu unserem Feind geworden. Konnten wir deswegen nie wirklich mit ihr interagieren? Das wäre aber seltsam. Na komm schon, wo ist der eine Paladin? Da. Achso, nein, das ist nur der eine, der... Das ist nur der eine, der da oben rumläuft. Wehe, die tun unserem Vater was an. Oder irgendeinem unserer Leute. Mhm. Nee, das sind spezielle Paladine. Soldate-Enklave. Plasma-Gewehr. Tesla-Helm, okay. Tesla-Rüstung. Hier war... Ha! Ist zwar offensichtlich ziemlich gute Ausrüstung, aber nö. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus, aber ich brauche unsere Fähigkeiten. Die AP und... Ja, im Prinzip die AP, oder? Ja, unsere AP werden verbessert und unser Glück wird verbessert, das gebe ich nicht her. Selbst für eine Rüstung, die im Rüstungswert besser sein sollte. Aber ja, das ist halt eine perfekte Rüstung für Leute, die mit Energiewaffen umgehen können. So. Na komm. So, da wären wir wieder. Gab doch wieder einen Absturz. Hab schon gesehen, dass da einer läuft. Gut, dass das Jefferson Memorial nicht sonderlich groß ist. Hm. So viel zur ach so tollen Enklave. Naja, wir haben bisher noch niemanden, dem wir fragen können, was das Ganze hier eigentlich soll. Ich bin gespannt auf die Erklärung. Na, Fisto, macht sich noch ganz gut. Ich heb mir die andere Powerfast zum Reparieren mal auf, bis wir einen größeren Kampf vor uns haben. Das dachte ich mir doch. Es sind doch noch mehr von denen. Ich werde sie alle erledigen. Ich muss die beiden hier nur in einem guten Moment erwischen. Sehr gut, der andere ist genau im richtigen Moment um die Ecke gebogen. Ah, wollte ich zu viel. Nee, ging gut.
Ach nee, der ist nicht um die Ecke gebogen, der ist einfach da geradeaus gegangen. Ups. Okay, wenn du uns anschauen willst und nicht sehen willst. Kein Problem für mich. Auch interessant, dass die etwas tragen, was den Namen Tesla beinhält und wir kriegen keinen Schlag, wenn wir sie versuchen zu erledigen. Naja, was soll's. Ich schätze aber mal, dass wir zur Rotunde gerade gar nicht können. Ich nehme jetzt mal an, der Weg zur Rotunde ist verriegelt. Das heißt, wir müssen nach draußen. Und uns mit der großen Armee anlegen. Oder? Ach nee. Okay. Dann. Im Namen des Präsidenten wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt, außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Schluss mit diesen Verzögerungen. Nur noch eine Minute, dann bin ich fertig. Weg. Schnell weg. Es ist... James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. Was zum Teufel ist gerade passiert? James. Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Ich lasse meinen Vater nicht da drin zurück. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort! Wie kommen wir hier raus? Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten, verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Gehen wir! Es geht wirklich nicht. Na gut, Leute. Aber da die Folgenlänge nun gleich wieder überschritten ist, würde ich sagen, die Flucht und alles, was noch weiter passiert, sehen wir uns in der nächsten Folge an.
Wieso hatte ich erwartet, dass sowas passieren würde? Ich frage mich nur, was passiert wäre, hätte man eingegriffen. Hätte man diesen Kerl gleich erledigt. Ihm einfach eine übergebraten. Ich denke, ich werde es privat ausprobieren. Wenn ihr es sehen möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es gerne in der Aufnahme auch nochmal probieren. Aber für diese Folge sage ich jetzt erstmal, ich bin Xi. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Fallout 3. Ciao, Leute.